Hast du schon mal überprüft, ob die Winkel, mit denen du arbeitest, überhaupt 90 Grad haben? Wenn nein, dann schau dir das Video an. Ich zeige dir einen kinderleichten Tipp, wie man das machen kann. Gleich nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen bei holzmich.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute habe ich einen kurzen und knackigen Werkstatttipp für euch. Und zwar, wie ihr ganz kinderleicht prüfen könnt, ob diese Winkel überhaupt 90 Grad haben. Was ihr braucht, ist ein Bleistift, den Winkel und eine kleine Platte, die ungefähr so lang ist oder ein bisschen länger wie der Winkel. Okay, ich habe euch ja gesagt, das ist kinderleicht. Ich nehme jetzt als meine Arbeitsplatte zum Testen hier dieses Verschnittstück von der OSB-Platte. Was ich mache, ist, ich lege den Winkel hier unten an. Lege ihn an, mache hier unten einen Strich mit dem Bleistift. Der Bleistift sollte ziemlich spitz sein. Und mache hier oben einen Strich mit dem Bleistift, so eine Markierung. Und dann nehme ich den Winkel, drehe ihn einfach, lege ihn unten genau auf die Linie und dann gucke ich mir an, wo wir hier oben stehen. Und dann ziehe ich wieder eine Linie. Und dann werdet ihr sehen, ich hole euch mal näher ran, dann werdet ihr sehen, die Linien sind ungefähr 1-2 mm auseinander. Das heißt, der Winkel hat gar keinen richtigen 90-Grad-Winkel. Was könnt ihr dagegen tun? Der ist ein bisschen weniger als 90 Grad und dafür gibt es hier einen Trick, und zwar ist hier so eine Aussparung drin. Seht ihr die? Da ist so ein kleines Loch drin und ihr könnt eine Körnerspitze nehmen und mit dem Körner hier einmal reinschlagen. Und das führt dazu, dass sich der Winkel aufweicht. Und das kann man mit sehr viel Gefühl machen und dann einmal den Winkel so ein bisschen ausdehnen und gucken, ob man das damit besser macht. Ich zeige euch das gleiche auch nochmal mit so einem Winkel. Das ist quasi mein alter Tischlerwinkel. Gleiches Spiel, wir legen hier wieder unten an. Ich nehme die gleiche Markierung für unten und mache die hier oben hin. Lege ihn von der anderen Seite an und gucke es mir an. Und sehe, der hier passt genau, der passt Strich auf Strich. Das mache ich auf der Innenseite auch nochmal, um zu gucken, ob die wirklich parallel sind. Da passt er präzise. Und da passt er präzise. Also der Winkel hat genau 90 Grad. Bei dem hier müssen wir ein bisschen nachbessern. Das heißt, ich nehme jetzt dafür so einen Körner. Wie schon gesagt, schlage hier einmal rein und dann probiere ich, ob er danach wieder passt. Und das macht ihr so lange, bis hier quasi Strich auf Strich fällt. Das war der ganze Tipp. Viel Erfolg!